Einen guten Tag und herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Digital auf diesem Wege im digitalen Raum. Wir treffen uns hier zu Teil 3 unserer kleinen Veranstaltungsreihe Journalismus unter Druck. Vielen Dank für Ihr und euer Interesse in Zoom und im Stream. Wir machen ja politische Erwachsenenbildung und wir befassen uns immer wieder mit dem Thema Demokratie und ihre Medienöffentlichkeit, weil wir der tiefen Überzeugung sind, dass wir in Demokratien, in liberalen Demokratien, eine Öffentlichkeit, ein öffentliches Gespräch brauchen und einen öffentlichen Austausch in einer Infrastruktur, die geeignet ist, dieses Gespräch demokratisch zu führen, demokratisch abzusichern. Und heute sprechen wir über das Thema Bedeutung des Lokaljournalismus und haben das gestellt unter die Forderung, lokale Öffentlichkeit stärken, verbunden mit der nicht ganz unbekannten These, dass die Region stirbt, wenn die Zeitung stirbt, wobei Zeitungssterben weit verbreitet ist und wir werden gleich erfahren, in welcher Weise das heute von Relevanz ist für demokratische Öffentlichkeiten in den Regionen, in den Orten und vor Ort. Und ob es da Ideen gibt, wie die Lagerfeuer wieder zu aktivieren sind oder zu retten sind oder zu transformieren sind, in denen die Gesellschaft vor Ort sich versammelt in ihrer Vielfalt und in ihrer Vielstimmigkeit, um sich zu verständigen darüber, wie wir leben wollen, worauf es ankommt, was wir tun wollen und so fort. Mein Name ist Anne Ulrich. Ich übergebe für die Moderation sehr gerne an Steffen Grimberg, Medienjournalist, hier schon zu sehen, Leiter des KNA Mediendienstes und Gewerkschafter und in vielen anderen Funktionen unterwegs, der sich auch in diesem Thema hervorragend auskennt, unter anderem für den MDR in diesem Bereich sehr engagiert gearbeitet hat. Und er wird das Podium vorstellen. Ich darf noch kurz sagen, dass wir sowohl streamen als auch mitschneiden. Das war's von meiner Seite. Einen konstruktiven Abend wünsche ich uns allen und übergebe dankend an Steffen Grimberg. Ja, vielen Dank, Anne Ulrich. Auch von mir herzlich willkommen zu dieser spannenden Runde und einem, ich glaube, ja sehr, sehr relevanten Thema. Ich bin selber als Lokaljournalist mal vor gut 25 Jahren gestartet, nein, fast 30 Jahren. Die Zeitung, für die ich damals geschrieben habe, die Westfälische Rundschau in Dortmund, die gibt es schon nicht mehr. Es gibt noch den Titel, aber sie war ja die erste sogenannte Zombie-Zeitung, damals schon in den 2000er Jahren, als der Watz-Konzern, heute Funke Mediengruppe, zu dem dieses Blatt gehörte, aus, ja, wie soll man sagen, aus 2 Mach 3 gemacht hat und die eigenständigen Redaktionen der Westfälischen Rundschau komplett abgewickelt hat und von anderen Blättern, die zum Teil der Funke-Gruppe gehören, zum Teil sogar der Konkurrenz damals noch gehörten, dann den Mantelteil, also den überregionalen Teil, mit entsprechenden Lokalteilen zusammengestöpselt hat. Das Ganze heißt dann bis heute Westfälische Rundschau und ist im Großraum Dortmund-Ruhrgebiet also durchaus noch am Markt. Allein die Leser haben sich nicht hinter die Fichte führen lassen. Also die Auflage ist seitdem, und das war eben auch der erste große Knick, massiv zurückgegangen. Aber wie gesagt, die erste Zombie-Zeitung, ich war ganz früher mal dabei, und seitdem ist es im Lokaljournalismus leider nicht besser geworden. Wie es aber anders geht und vielleicht wieder besser werden kann, das wollen wir heute auf dem Panel umreißen mit drei da auch wunderbar für kompetenten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Da wäre zunächst Anna Hunger. Sie arbeitet bei der Kontext Wochenzeitung. Kontext hat sich 2011 im Zuge von Stuttgart 21, wir erinnern uns also dieses bis heute ja sehr umstrittene Bahnhofsprojekt, den Stuttgarter Hauptbahnhof zu verbuddeln, unter die Erde zu legen, über dessen Sinnhaftigkeit man sich bis heute trefflich streiten kann, um den herum man massive Proteste gesehen hat, auch mit gewalttätigen Ausschreitungen, und wo vor allen Dingen zu verzeichnen war, dass die Stuttgarter
Lokalpresse, also de facto ein Monopol aus der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten, die damals noch ein kleines bisschen redaktionell unterschiedlich waren, heute unterscheidet bis auf den Titel, Anna, korrigier mich, nichts mehr, diese beiden Blätter, die beide in der Südwestdeutschen Medienholding erscheinen, beziehungsweise im Stuttgarter Zeitungsverlag. Und damals haben dann vor allem ehemalige der Stuttgarter Zeitung gesagt, also das geht so mit dem Regional- und der Lokalberichterstattung nicht weiter. Wir wollen hier einen eigenen Akzent setzen. Und dann hat man durch ein Crowdfunding-Projekt und entsprechend zahlungswillige Abonnenten die Kontext-Wochenzeitung gegründet. Die ist jetzt immerhin, insoweit Glückwunsch, auch schon weit über 10 Jahre gibt. Wir wollen das Ganze vertiefen, auch mit Jonathan Sachse. Er ist Gründungsmitglied von Korrektiv, der gemeinnützigen Rechercheplattform, die es dieses Jahr gerade 10 Jahre gibt. Dazu auch einen herzlichen Glückwunsch. Und die 2020 dann Korrektiv Local oder Lokal gegründet hat, ein Netzwerk von aktuell über 1700 Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten, die sich hier über diese Plattform vernetzen können und gemeinsam arbeiten können, Erkenntnisse austauschen können, Tipps austauschen können. Er wird uns gleich sicherlich noch ein bisschen genauer erzählen, wie das funktioniert. Herzlich willkommen, Anna Hunger und Jonathan Sachse. Last but not least ist bei uns Christian Kuno von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Er ist dort technischer Quatsch, stellvertretender Direktor, Entschuldigung, aber viel wichtiger für uns, er ist zuständig für den Bereich Förderung. Der MABB gebührt der große Pokal sozusagen als eine der ersten Landesmedienanstalten in richtige Journalismusförderung im Lokalen eingestiegen zu sein, im Bundesland Brandenburg, wo es eben auch mit dem Lokaljournalismus aufgrund der üblichen Problematik, also ein recht großes Flächenland mit vielen eher dünn besiedelten Gegenden und einem großen Bezugspunkt der Metropole Berlin, die aber nicht zu diesem Bundesland gehört, in Sachen Lokaljournalismus sicherlich auch immer schon etwas schwieriger war als in anderen Gegenden Deutschlands. Und wir hatten uns gedacht, von der Dramaturgie des Abends, Anne Ulrich hat es ja schon gesagt, Sie könnten sich sehr gerne über den Chat mit beteiligen. Ich hoffe auf rege Austausch und rege Fragen, um uns ein bisschen auf Stand zu bringen, was denn da in Brandenburg geleistet wurde, was dort gerade läuft und wie es vielleicht weitergeht, hatten wir Christian Kuno gebeten, uns eine kurze Einführung zu geben. Und da würde ich jetzt sagen, Feuer frei. Herr Kuno, the floor is yours. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich natürlich sehr, Ihnen kurz einen Einblick geben zu dürfen, in all das, was wir so seit ein paar Jahren nun versuchen und auch tatsächlich zu tun für den Lokaljournalismus in der Region, zuallererst für Brandenburg, aber auch mittlerweile für Berlin. Da komme ich noch später zu. Ich würde jetzt eine kleine Präsentation mit Ihnen teilen wollen und hoffe, das gelingt mir auch auf Anhieb. So, ich hoffe, Sie können das alles sehen. Also, mein Name ist Christian Kuno. Ich arbeite für die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und wir sind seit jeher, also seit unserer Gründung, im Grunde genommen dafür da, Medienvielfalt zu sichern. Medienvielfalt vor allen Dingen im Rundfunkbereich. Das ist im Hörfunk, aber auch im Fernsehen. Lokale Vielfalt spielt sich da natürlich im Lokalradio ab, aber es gibt auch sowas wie lokales Fernsehen, auch in Brandenburg. Aber mittlerweile fördern wir eben auch Lokaljournalismus. Warum tun wir das? Herr Grimberg hat es eingangs gesagt, Brandenburg ist in weiten Teilen ein Flächenland mit entsprechend dünner Besiedlung. Insbesondere dünn besiedelt ist die Prignitz. Insofern mag es nicht überraschen, ist aber vielleicht trotzdem auf eine Art traurig. Die Märkische Allgemeine Zeitung hat in der Prignitz zuletzt die Zustellung seiner Zeitung komplett eingestellt. Die gibt es dort nur noch digital. Damit verbunden hat die Märkische Allgemeine ein durchaus umfangreiches Projekt, nämlich die verbliebenen ZeitungsleserInnen zu digitalisieren, also ihnen benötigen, Internetanschluss zu verschaffen, ein Tablet bereitzustellen, um in Zukunft diese Zeitung auch digital weiterlesen zu können. Ihnen ist das
meines Wissens nach sogar recht gut gelungen, aber es war mit sehr hohen Investitionen verbunden, diese analogen LeserInnen auch ins Digitale mitzunehmen. Das andere ist auch eine Beobachtung, und Herr Grimbeck sprach es gerade im Grunde genommen schon an, Zeitungen sterben, wie es ja so oft heißt, ist natürlich auch damit verbunden, dass seit Jahren, seit über 30 Jahren mittlerweile die verkauften Auflagen der Zeitungen in Deutschland sukzessive abnehmen, also während 1991 27 Millionen Exemplare noch verkauft wurden, sind es heute gerade noch knapp 11 Millionen Exemplare in 2023. Jetzt ist natürlich die Frage, interessieren sich die Bürgerinnen und Bürger womöglich nicht mehr, was unmittelbar in ihrer Wohnumgebung oder vielleicht auch manchmal an dem Ort, wo sie herkommen, aber längst woanders wohnen, vor sich geht. Dem ist jedenfalls unseren Studien nach mitnichten so. Insgesamt ist es so, dass sich tagtäglich knapp 70%, also 68% über das lokale Zeitgeschehen informieren. Also die lokale Mediennutzung hat eine Tagesreichweite von 68%. Das unterscheidet sich durchaus ein bisschen nach den Altersgruppen. Also die Jüngeren mit knapp 60% informieren sich nicht ganz so häufig tagtäglich zum lokalen Zeitgeschehen. Die Älteren über 50-Jährigen tun das noch deutlich häufiger. Aber die Unterschiede sind womöglich nicht so groß, wie man das vielleicht manchmal vermuten würde. Jedenfalls die Nachfrage ist ungebrochen nach Lokalem. Wenn man dann weiter reinschaut und die Menschen fragt, was sei denn das wichtigste lokale Informationsmedium heutzutage, dann sieht man aber, das sind nach wie vor die Tageszeitungen, jetzt mal völlig unabhängig, ob es die Printausgabe ist oder womöglich das Online-Angebot oder das E-Paper. Ganz viele, und das sind natürlich insbesondere auch die Jüngeren, informieren sich aber längst im Internet über Lokales. Nach wie vor tun das auch viele im Radio, 10%, 10,5% tagtäglich, und die Anzeigenblätter, ein Medium, was vor allen Dingen im Lokalen eine Rolle spielt. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Nun ja, auch das kennen wir womöglich schon. Ansonsten würde ich es noch mal kurz umreißen. Es gibt schon länger die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Eingangs wurde es auch gesagt, die sogenannten News Deserts, gern dargestellt am Beispiel der USA. Sie sehen hier einige rote Gebiete in den USA. Dort gibt es schon kein Newspaper mehr oder eben Gebiete, in denen es nur noch eine Zeitung gibt. Das ist schon relativ flächendeckend in den USA, und die Studien zeigen, dass damit einher ein paar gesellschaftliche Entwicklungen gehen, die man womöglich nicht unbedingt haben will. Das geht von beispielsweise Korruption, die stärker zu verzeichnen ist in solchen Gebieten, oder auch grundsätzlich das Thema politische Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, die darunter leidet, wenn erstmal die Zeitung und das Lokale auf dem Rückzug sind. Wir haben uns dann angeschaut, wie sieht das Ganze denn in Berlin und Brandenburg aus? Und das Positive ist, Sie sehen hier den MABB-Atlas, wie wir ihn genannt haben. Dahinter steht eine Erhebung, die in unserem Auftrag durchgeführt wurde. Also es gibt noch lokal berichtende Medien in Brandenburg. Es gibt sogar einige, zunächst mal nominell, die tun das allerdings in unterschiedlicher Regelmäßigkeit und in unterschiedlicher Auflage. Und das sind auch nur teilweise noch Zeitungen. Das sind natürlich auch Hörfunkanbieter. Das sind auch teilweise jedenfalls Lokalanbieter, Lokal-TV-Anbieter. Das sind aber auch vielerorts reine Online-Medien. Das sind Blogs oder ähnliches. Also wir haben nominell zunächst mal eine große Vielfalt in vielen Regionen jedenfalls. Aber man sieht schon, das ist rückläufig, und das ist auch oftmals finanziell auf sehr wackeligen Beinen aufgestellt und vielerorts eben nicht mehr mit den Medienhäusern im Hintergrund, wie das früher einmal war.
Was waren unsere Schlussfolgerungen daraus? Naja, wir sind vor allen Dingen auch zur Politik gegangen und haben gesagt, also das, was die MABB schon immer gemacht hat, nämlich beispielsweise die technische Verbreitung von Hörfunk und Fernsehen zu fördern, das ist vielleicht hier und da weiterhin wichtig. Und auch in die Aus- und Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten fördertechnisch sich zu engagieren, ist sicherlich auch wichtig. Aber was es eigentlich braucht, ist Lokaljournalismus ganz konkret in der Produktion lokaljournalistischer Inhalte zu unterstützen, überall dort, wo die Werbemärkte die Refinanzierung nicht mehr hergeben und wo auch die Rubrikenmärkte rückläufig sind und wo Kostenblöcke zum Beispiel der Zustellung von Zeitungen ihr Übriges tun und auf die, ja, auf letztendlich zu Kostensenkung damit Personal ein. Einsparungen führen. Und wir würden vor allen Dingen gerne Personal fördern, also letztendlich die Journalistinnen und Journalisten, die in der Fläche tagtäglich berichten, recherchieren und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das ist uns dann gelungen und wir sind auch relativ stolz darauf. Herr Grimbeck sagte es eingangs, wir sind zumindest unter den Landesmedienanstalten diejenigen, die da als erstes und relativ weit vorangekommen sind, auch mit der Politik, was die Eröffnung solcher Möglichkeiten betrifft, weil wir können immer nur das tun, was sozusagen die Landesparlamente in den für uns maßgeblichen Gesetzen uns an Aufgaben zuschreiben. Und was wir seit 2021 auf Grundlage des Medienstaatsvertrags Berlin-Brandenburg tun, ist, wir fördern die Produktion von Inhalten. Also nicht nur Technik, nicht nur Verbreitung, sondern konkret die Produktion von Inhalten. Und wir tun das, und das war sicherlich ein Novum für Landesmedienanstalten, unabhängig von der Mediengattung und dem Ausspielweg. Also wir fördern nicht nur TV-Angebote oder Hörfunkangebote, sondern sogenannte Telemedien. Ein bisschen technisch, im sozusagen juristischen Sinn, darunter kann man sich vorstellen, alles, was ein Online-Medium ist. Was wir nicht fördern, ganz explizit, ist Print, also die gedruckte Ausgabe, das gedruckte Medium, das findet bei uns in der Förderung nicht statt. Wir fördern auch nicht kommerzielle Angebote, das war uns von Anfang an wichtig, dass auch die nicht hinten runterfallen, sondern auch solche, die eben nicht kommerziell ausgerichtet sind, sondern beispielsweise sich im Bereich des Bürgerjournalismus oder Ähnliches engagieren. Auch die können von uns gefördert werden. Wir fördern Innovationen, wir fördern Neugründungen und wir machen natürlich viel Anschubfinanzierung, weil das Ganze ist eine Projektförderung. Also man reicht Projekteinträge bei uns ein. Und die können dann gefördert werden. Das können innovative Formate sein. Das kann zum Beispiel Social Media Formate für Lokaljournalismus sein. Das kann aber auch sein, dass sich eine Gruppe von Journalistinnen zusammenschließt und für eine bestimmte Lokalität einen lokalen Blog gründen möchte oder ähnliches. Ganz wichtig ist uns immer, dieses Förderprogramm ist staatsfern organisiert. Also die MABB ist keine staatliche Einrichtung, die ist ähnlich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsfern organisiert. Das heißt, die Mittel, die wir vergeben, die unterliegen keinem staatlichen Einfluss. Beispielsweise ist so ausgeschlossen, dass ein Projekt, das womöglich nicht so günstig über eine Regierung oder Politik berichtet, keine Befürchtungen haben muss, dass sie vielleicht in einer nächsten Förderrunde dann keine Berücksichtigung mehr finden. Eben dieses, entschuldigen Sie, dieses unabhängige Verfahren, das garantiert die MABB. Wir nehmen die Mittel der Länder, die sie uns bereitstellen für die Förderung entgegen, haben sie aber zur freien Verwendung zur Verfügung. Also uns werden da weitergehend keine Vorschriften gemacht. Wie gesagt, das Fördermodell ist einmalig in Deutschland und dient mittlerweile durchaus als Vorbild für den einen oder anderen Kollegen in anderen Bundesländern, die mit ähnlichen Ansinnen auf die Politik schon zugegangen sind und teilweise auch schon nachgezogen sind. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe es mal versucht, möglichst runterzubrechen. Also 2019 gab es einen novellierten Medienstaatsvertrag in Berlin und Brandenburg. Das ist unsere gesetzliche Grundlage. Zunächst das Land Berlin. Der Fördertopf ist etwas, das Land Brandenburg, entschuldigen Sie, der Fördertopf ist etwas größer. Sie gibt seit 2021 uns pro Jahr 1 Million der MABB, die wir dann in die Förderung stecken können.
Das Land Berlin ist nachgezogen mit einem durchaus kleineren Förderetat, aber immerhin seit 2022 erhalten wir dort auch pro Jahr 200.000 Euro für die Förderung des Lokaljournalismus in der Region. Das Ganze reichen wir dann raus und die gesetzliche Grundlage dazu lautet, für die Förderung lokaljournalistischer Angebote von Rundfunkveranstaltern, Telemedienanbieter und Anbietergemeinschaft zur Stärkung ihres Beitrags zu lokaler und regionaler Information. Und das Ganze soll natürlich, wenn es gut läuft, dazu führen, dass mit dem Geld nicht blühende Landschaften entstehen. Das wäre natürlich umso besser, aber zumindest das ein oder andere Pflänzchen dort wieder wächst, wo zuletzt vielleicht gar nicht mehr so viel gewachsen ist, insbesondere wenn wir ans ländliche Brandenburg denken. Was ist seitdem geschehen? Also wie gesagt, seit 2021 haben wir bereits 6 Förderrunden durchgeführt, 4 in Brandenburg, 2 in Berlin. Wir haben fast 400 Anträge erhalten. 378 Anträge sind bei uns eingegangen in den 6 Förderrunden und wir konnten mit den Mitteln 186 Projekte bewilligen, die entweder bereits durchgeführt wurden oder aktuell eben in der Durchführung sind. Wir hatten oder haben es mit insgesamt 87 verschiedenen AntragstellerInnen zu tun, also eine große Diversität an Institutionen, Unternehmen, teilweise sogar Einzelpersonen als Journalistinnen und Journalisten, die entsprechende Anträge bei uns gestellt haben. Und wir konnten bislang 49 dieser Anbieterinnen auch tatsächlich fördern. Wir haben Anträge im Umfang von circa 11 Millionen Euro erhalten. Aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Mittel konnten wir insgesamt gut 4,5 Millionen bewilligen und damit den Projekten zukommen lassen. Also mit anderen Worten, die Nachfrage nach dieser Projektförderung ist ein Vielfaches höher als die verfügbaren Mittel, die uns bereitgestellt werden von den Ländern. Wir sind, das muss ich an der Stelle sagen, wir können mit eigenen Einnahmen sozusagen, die wir aus Rundfunkmitteln haben, diese Mittel nicht aufstocken, selbst wenn wir wollten, weil wir von Gesetzes wegen darauf angewiesen sind, dass uns Dritte und damit die Länder die Mittel zur Verfügung stellen. Mit dem Rundfunkbeitrag, jedenfalls Stand jetzt, können wir solche Projekte nicht fördern. Wie verteilen sich diese Mittel jedenfalls bislang? Ich habe jetzt mal dargestellt, wie die verschiedenen Mediengattungen dort zum Zuge gekommen sind. Also der größte Anteil tatsächlich, und da spielt Brandenburg eine große Rolle mit 1,7 Millionen, ist bislang an Lokal-TV-Anbieter und ihre Projekte geflossen. Der zweitgrößte Anteil an Telemedienanbieter, das sind Online-Medienanbieter, die weder ein TV-Veranstalter sind, noch ein Hörfunkveranstalter, noch eine Verlagszugehörigkeit aufweisen, knapp 1 Million. Sind aber eben an Zeitungsverlage geflossen mit ihren Online-Angeboten oder mit Projekten im Online-Bereich. Dann haben wir noch den Hörfunk, den kommerziellen mit knapp 800.000 Euro hier in Blau, die wir da bislang fördern konnten. Und dann noch den nicht kommerziellen Hörfunk mit 200.000 Euro. Was entsteht da draus? Eine ganze Menge. Das ist ziemlich bunt. Ich habe nur mal so ein paar, ja, Icons, Ausschnitte, wie auch immer, hier mitgebracht. Also von der Bürgermeistersprechstunde in Elsterwerda, der Lausitzwelle, über Lausitz TV, die in Social Media sehr engagiert sind mit den Projektmitteln und mittlerweile einen TikTok-Kanal für Cottbus und Umgebung mit lokaljournalistischen Angeboten aufgezogen haben. Wir haben aber auch rechts oben Wahrnehmen for Future, einen Podcast von Flux FM, wo es logischerweise um den Wahrnehmen geht und Innovationen im Wahrnehmen. Also all das ist entstanden und entsteht auch weiterhin mit eben diesen Fördermitteln. Was wir auch machen, wir ergänzen das. Das können wir aus eigenen Mitteln weiterhin mit Aus- und Weiterbildungsangeboten, die wir zielgerichtet an solche Journalistinnen und Journalisten richten, die in diesen geförderten Projekten tätig sind. Zuletzt haben wir, Brandenburg ist ja Superwahljahr mit der Kommunalwahl, mit der Landtagswahl und der Europawahl, haben wir eine Fortbildung zu konstruktiven Ansätzen in der lokalen Wahlberichterstattung angeboten. Die Nachfrage war riesig.
Wir konnten gar nicht alle Journalistinnen und Journalisten einen Termin geben in Potsdam und Cottbus, weil es einfach zu viel Nachfrage war. Diese Angebote, diese Aus- und Weiterbildungsangebote sind von uns finanziert, damit für die Journalistinnen kostenlos und die Zeit, die sie in den Angeboten, die sie sozusagen in der Fortbildung verbringen, die ist auch förderfähig. Also auch dort sind die Journalistinnen und Journalisten bezahlt, was uns immer ganz wichtig ist. Ein weiteres Beispiel, auch das in diesem Jahr, Einsatz von KI im Journalismus. Auch das ist ja im Lokalen durchaus ein großes Thema. Der sinnvolle Einsatz von KI im Journalismus, auch dort machen wir entsprechende Angebote. Aber wir evaluieren natürlich auch unser Förderprogramm, zuletzt die Förderrunde 2022-23 in Brandenburg. Wir befragen dort oder haben zuletzt befragt bzw. befragen lassen von einem unabhängigen Institut all diejenigen, von denen wir annehmen in Brandenburg, dass sie Interesse haben könnten an einem Förderprogramm, also völlig unabhängig davon, ob sie bislang Anträge eingereicht haben oder gar Projekte bewilligt bekommen haben. Und die meisten dieser Befragten halten dieses Förderprogramm für geeignet oder sehr geeignet, nämlich 2/3. Die meisten Interviewten sagen auch, dass das Förderprogramm für ein Mehr an Vielfalt sorgt und einen positiven Abstrahleffekt auf die Region hat. Und das ist natürlich immer die Gretchenfrage bei der Projektförderung, weil es eben eine Anschubfinanzierung sein soll. Gut die Hälfte der Projekte wird auch nach Auslaufen der Förderung fortgesetzt. Also von den an der Befragung sich beteiligten 15 ProjektträgerInnen haben 8 gesagt, ja, dieses Projekt wurde fortgesetzt, auch nach Auslaufen der Förderung. Das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in den Quotes. Ich würde sie jetzt nicht einzeln vorlesen, aber da wird immer mal wieder darauf hingewiesen, dass die Medienlandschaft etwas lebendiger wirkt mit dem Förderprogramm, dass man mal was ausprobieren könnte, dass Projekte realisiert werden konnten, die sonst im Alltag und auch unter dem Kostendruck unter den Tisch fallen würden oder nicht die Kapazitäten dafür da sind. Jetzt wollen wir da gerne nicht stehen bleiben, weil das ist alles sicherlich gut. Aber natürlich liegt das Problem auf der Hand. Damit lässt sich keine Grundfinanzierung von Lokaljournalismus und keine dauerhafte Finanzierung herstellen. Es ist immer projektgetrieben. Es geht immer darum, dass in jeder Förderrunde muss ein neues Projekt eingereicht werden. Das kann nicht das Angebot von vor einem Jahr sein. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn man an Innovationen denkt oder Anschubfinanzierung dort, wo sie notwendig sind. Aber um eine flächendeckende Versorgung herzustellen mit lokaljournalistischen Angeboten dort, wo sie eben nicht mehr zu finden sind, ist es sicherlich nur bedingt geeignet. Dann würde ich mal den Blick nach Bayern richten. Blühende Landschaften in Bayern, blühende Lokal-TV-Landschaften in Bayern. Sie sehen hier, quasi jeder Landkreis in Bayern hat sein lokales TV-Angebot. Das ist nur jetzt mal ein Beispiel. Das Ganze findet man auch im Hörfunk. Im Zeitungsbereich sieht es sicherlich auch noch ein bisschen besser jedenfalls aus als beispielsweise in Brandenburg. Aber zumindest die blühenden Lokal-TV-Landschaften in Bayern, die haben einen Grund und der liegt in der Möglichkeit der Kollegen in der Landeszentrale für neue Medien in Bayern, nämlich Dinge zu betrauen. Das Ganze geht zurück auf das Bayerische Landesmediengesetz. Dort ist nämlich formuliert, dass die Kollegen in Bayern dazu beitragen sollen, eine flächendeckende und gleichwertige Versorgung mit hochwertigen lokalen und regionalen Fernsehangeboten sicherzustellen. Da fließen jedes Jahr ein fast zweistelliger Millionenbetrag in diese Sicherstellung und das läuft nicht über eine Projektförderung oder ähnliches, sondern über eine sogenannte Betrauung. Also diese Sender werden qua öffentlichen Auftrag betraut, nämlich mit der Herstellung und Ausstrahlung eines 20-minütigen Nachrichten- und Informationsprogramms von Montag bis Freitag. Und darüber hinaus, das habe ich jetzt hier abgekürzt, auch noch einer wöchentlichen Magazinsendung lokaler Art, von mindestens 100 Minuten.
Das ist also faktisch so eine Art Dienstleistung, die da erbracht wird. Eine Dienstleistung von allgemeinem Interesse. So ist das jedenfalls dort definiert. Also der Lokaljournalismus, die lokale Nachricht, das lokale Informationsangebot ist eine Dienstleistung an den Bürger von allgemeinem Interesse. Und das hat einen großen fördertechnischen Vorteil. Damit ist es nämlich beihilferechtlich DAVI, also Daseinsvorsorge und kein de minimis. Das sind nämlich die Schranken, die wir im Moment noch in Brandenburg haben. Wir können Anbieter in 3 Jahren nur insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung stellen. Und damit lässt sich sicherlich einiges an Lokaljournalismus produzieren. Aber das hat natürlich Grenzen. Eine 20-minütige tägliche Nachrichtensendung montags bis freitags ist davon kaum zu produzieren in den 3 Jahren. Und damit komme ich auch schon zum Ende. Unsere Idee für Berlin und Brandenburg, und da befinden wir uns gerade im intensiven Austausch mit der Politik, ist nicht nur, dass mehr Mittel bereitgestellt werden, also die Förderung erhöht wird, weil das hilft nur begrenzt, wenn ich die AnbieterInnen, die noch in Brandenburg entsprechend auch Strukturen vorhalte, mit maximal 300.000 Euro fördern kann, sondern unsere Idee ist, keine Fernsehsender, die vielleicht auch, sondern allgemein Medienanbieter in Brandenburg, aber auch in Berlin mit lokaljournalistischen Nachrichtenangeboten zu betrauen. Nämlich überall dort, wo nachgewiesen ist, dass es eine Unterversorgung gibt, beziehungsweise eine mangelnde Angebotsvielfalt. Das würde also heißen, dass beispielsweise auch eine Märkische Allgemeine, wenn sie denn möchte, sagen kann, in der Prignitz bin ich bereit, ich bin jetzt mal einen täglichen Newsletter für die Bürgerinnen und Bürger mit allen möglichen lokalen und regionalen bereitzustellen. Und dafür möchte ich mir den öffentlichen Auftrag abholen und entsprechend die Produktion dieses Newsletters gefördert zu bekommen. Das ist also unsere Idee. Daran arbeiten wir, weil wir glauben, dass das sozusagen noch etwas nachhaltiger ist, aber vor allen Dingen dann auch flächendeckend so eine Art, will nicht sagen Grundversorgung, das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so eine gewisse Basis schaffen könnte, um eben diese News Deserts, die da entstehen könnten, entgegenzuwirken. Vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank auch von unserer Seite, Herr Kuno, für diese spannende Präsentation. Das ist, glaube ich, eine ganze Menge drin, worüber wir reden können. Ich würde jetzt aber gerne erst nochmal unsere anderen Mitdiskutanten ins Boot holen, dass Sie ein bisschen knapper, als Sie das jetzt in Ihrer schönen Präsentation gemacht haben, nochmal ganz kurz Ihre Projekte vorstellen. Es gab auch schon in unserem Frage- und Antwort-Chat eine Frage nochmal in Richtung Kontext Wochenzeitung Anna Hunger, nämlich ob ihr auch im Print erscheint. Vielleicht übernimmst du einfach nochmal ganz kurz und sagst, was ihr lokal macht und beantwortest diese Frage. Wir sagen übrigens du, weil wir uns schon lange kennen und ich auch mit dem Kon einigen der Kontextgründer, also auch schon lange zusammengearbeitet habe. Ja, mein Name ist Anna Hunger von der Kontext Wochenzeitung. Ja, danke an den Steffen, der hat es schon gut gesagt. 11 Jahre sind ein bisschen mehr geworden. Also seit 2011 gibt es uns, sind jetzt schon fast 13 Jahre. Genau, wir sind ein gemeinnütziges Medium für Stuttgart und Baden-Württemberg. Ja, gegründet, das hast du ja auch schon gesagt, so aus dem Wunsch raus, dass man über Stuttgart 21, ja, doch durchaus, wie soll man sagen, offenherziger berichtet, als es die Zeitungen hier gemacht haben. Wichtig finde ich dabei immer zu sagen, wir kommen nicht aus dieser Stuttgart 21 Bewegung raus, sondern tatsächlich es ging um die Presseberichterstattung und um immer schnellere Berichterstattung, weniger Hintergrund, immer viel Blaulicht, also ja, dass man gerne Blaulicht berichtet, aber die großen Geschichten links liegen lässt, weil einfach weniger Zeit da ist und immer mehr Leute ja, rausfliegen bei den großen Medienhäusern. Also das ist so, daraus hat sich Kontext gegründet. Wir leben tatsächlich von einer Lizenzgebühr der taz und vor allem von Spenden, also Einzelspenden, da gibt es so Soli-Abos, wie es die taz zum Beispiel auch macht, aber auch man kann auch uns, was weiß ich, wenn einer eine Million übrig hat, darf man die gerne rüberschieben. Also sowas geht natürlich auch. Ja, das sind wir.
Wir leben ein bisschen davon, dass die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten, die ganz ähnlich wie Steffen bei dir, was du vorher erzählt hast, zusammengelegt wurden. Eine Redaktion, zwei Zeitungen, ist echt die Mogelpackung. Wissen aber, glaube ich, also mittlerweile wissen es die Leute schon, aber ich finde es trotzdem, also muss ich sagen, wirklich eine Unverschämtheit. Das ist so richtige, ja, das ist so eine, zwei Verpackungen, steht das Gleiche drin, gleiche Bilder. Ja, davon profitieren wir natürlich. Wir haben viele Leserinnen und Leser, die sagen, wir haben jetzt so lange hier die Lokalzeitung abonniert, wir wollen es jetzt nicht mehr. Da steht uns zu wenig drin. Jetzt ist es natürlich, muss ich mal dazu sagen, wir sind eine Mini-Zeitung, wir haben fünf Festangestellte hier, wir sind sehr klein, wir können das nicht auffangen, würden natürlich total gerne, aber das geht nicht. Also wir sind kein Vollsortiment-Zeitung, wie es jetzt die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten sind. Ja, soweit. Habe ich was vergessen? Ja, vielleicht ganz kurz nur, du hast die Taz erwähnt, also lüften wir das Geheimnis mit der gedruckten Kontextausgabe. Ein gewisses Best-of oder eine Auswahl erscheint immer in der Samstags-Wochentaz dann auch gedruckt, weshalb die Taz eben eine entsprechende Lizenzgebühr wiederum an Kontext zahlt und damit indirekt das Ganze auch ein bisschen mitfinanziert. In der Tat, ja. Sorry, das hatte ich nicht dazu gesagt. So ist es. Wunderbar. Und dann sind wir auch schon bei Jonathan Sachse und Korrektiv Lokal. Wie ist die Situation bei euch und was sind bei euch die nächsten Projekte? Ja, super. Da kann ich gerne ein paar Sätze zu sagen. Vielen Dank auch von meiner Seite an alle, die jetzt irgendwie dabei sind und zuhören und sich für Lokaljournalismus und ja, Lösungen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen, interessieren. Genau. Ich konzentriere mich jetzt wirklich nur auf Korrektiv Lokal und nicht Korrektiv insgesamt, weil das wirklich der Bereich ist, wo wir am meisten im Lokaljournalismus uns Gedanken machen. Und wir haben vor ein paar Jahren entschieden, dass wir das in diesem Projekt Korrektiv Lokal zusätzlich tun wollen, um ja eine Vernetzungsplattform vor allen Dingen erstmal zu schaffen für die Lokaljournalisten, die es in Deutschland gibt. Wir versuchen in unserem Netzwerk sehr unterschiedliche Lokaljournalisten zusammenzubringen, die in sehr unterschiedlichen Häusern unterwegs sind. Also wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen die Stichworte gehabt zwischen quasi eher klassischen und traditionellen Lokalhäusern mit allen Herausforderungen, die es dort gibt. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen, da waren wir schon ausführlich drin im Thema. Und auch allen neuen Formen und Innovationen, noch so sehr lokalen Angeboten, vom lokalen Newsletter bis hin so, ja, wie ihr auch, die ja schon lange dabei seid, Anna, wir kennen uns ja auch schon länger bei Kontext Wochenzeitung und Stuttgart, ihr geht ja auch schon sehr lange jetzt quasi ich nenne es jetzt neue Wege, aber eigentlich sind es ja keine neuen Wege mehr bei euch, was man an eurer Dinge ja schon sieht. Und genau, wir versuchen diese ganzen Akteure im Netzwerk zusammenzubringen, also wirklich die Menschen, die Geschichten machen am Ende. Das muss nicht unbedingt die Chefetage sein, die darf auch reinschauen, oder andere Personen, die Redaktionsentscheidungen treffen. Aber uns interessieren besonders, die Leute zu verbinden. Das können auch Leute aus Studierendenmagazinen sein, die auch eine Art von Lokaljournalismus machen, Obdachlosenmagazine, Bürgerinnen, Radios, TV, also wirklich alle unterschiedlichen Akteure. Und wir geben dann so drei Angebote weiter. Das eine ist quasi die Vernetzung, das andere ist, dass wir Fortbildung an dieses Netzwerk weitergeben, zu ganz unterschiedlichen Sachen, handwerkliche Fortbildung, aber auch so Themen wie, wie kann ich mich als neues Lokalmedium neu gründen, was sind so neue Wege. Und wir arbeiten vor allen Dingen, das ist eigentlich unser Fundament, zusammen an Recherchen, weil wir glauben, dass das wichtig ist, besonders im Lokaljournalismus, dass man sich den Recherchen so als einen Ursprungsauftrag treu bleibt und das nicht aus den Augen verliert bei allen Entwicklungen, die man sonst so sieht. Und dass das auch ein Problem ist gegenwärtig im Lokaljournalismus, weil man also als eine Säule halt zu wenig Zeit hat, um vernünftig recherchieren zu können. Und jetzt können wir nicht irgendwie zentral das plötzlich herbeizaubern, dass die Lokalmedien wieder mehr Zeit haben und alle Probleme gelöst sind. Wir können mal versuchen, die Menschen in den Lokalhäusern zu ermutigen, ja, so Recherchen und den Fokus darauf wieder mehr auf die Agenda zu bringen. Und wir machen das quasi, indem wir uns größere Themen suchen, die eine nationale Relevanz haben, aber lokal gut einzeln erzählt werden können. Und ich mache das jetzt mal nur an einem Beispiel. Wir haben zuletzt was zum Thema Kindergärten
recherchiert, wo wir uns deutschlandweit abgefragt haben, wie hoch ist die Personalknappheit? Ganz konkret, wie oft müssen Kindergärten an ihre Jugendämter vor Ort als Aufsichtsbehörden melden, dass sie quasi den Betreuungsschlüssel, den gesetzlichen, nicht einhalten können? Dann haben wir darüber, über die ganzen Ämter, ganz viele Daten bekommen und konnten quasi auf kommunaler Ebene aufschlüsseln, wie oft solche Meldungen existieren und was die Folgen waren. Mussten Kitas sogar geschlossen werden oder Gruppen zusammengeführt werden, was so alles zu Folgen gibt. Und das haben wir dann in einem großen Paket an die Lokalmedien weitergegeben, mit relativ viel Material drumherum. Was ist überhaupt das Problem? Warum ist der Personalmangel so, wie er ist? Und dort konnten sich dann die Lokaljournalistinnen bedienen, für ihre Region herauspicken, was ist bei mir sozusagen lokal relevant, und überlegen, wie sie das dann selber als eigene Geschichte erzählen, in einem Text, in einer Serie, wie auch immer man das selber vor Ort gestalten konnte. Und so versuchen wir quasi Anschlüsse zu geben, dass da quasi nochmal ein neuer Schwerpunkt drauf liegt. Ich packe hier nochmal kurz in den Chat. Ich hoffe, das funktioniert hier in der Übertragung, auch nochmal den Link zu unserer Seite, wenn dann noch andere Beispiele interessieren. Und was ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, dass wir zusätzlich mittlerweile neben dem digitalen Vernetzung auch das analog fortsetzen, und das ist jetzt relativ frisch. Vor knapp 2 Wochen hatten wir jetzt unsere zweite Korrektiv-Lokalkonferenz in Erfurt, und dort versuchen wir, also im Netzwerk sind mehr als 1700 Lokaljournalisten jetzt angemeldet, die können wir nicht alle an einen Ort bringen, da würden wir uns allein quasi ja logistisch herausfordern, sondern möglichst viele. Und in Erfurt sind jetzt quasi 300 Lokaljournalisten zusammengekommen aus ganz Deutschland. Und das sind dann sehr intensive Tage, wo wir versuchen, diese Atmosphäre auf Augenhöhe, möglichst nicht elitär, uns da zu begegnen und die Sachen einfach nochmal zu intensivieren, die wir im digitalen Raum dann auch drumherum fortsetzen. Soweit würde ich es erstmal belassen. Mit einer Kurzvorstellung gerne Detailfragen, weil manche Sachen sind bei uns nicht sofort verständlich. Alles klar, vielen Dank. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen weiter diskutieren, jetzt nicht nur die Projekte weiter vertiefen, die wir hier zu Gast haben. Vielleicht noch ganz kurz, es wird ja auch schon kräftig in den Chat gepostet. Da gibt es gleich zwei Fragen, beziehungsweise die ich gleich mal weitergeben würde an das Panel. Nicole Körkel fragt, warum werden von der MABB keine Printprodukte gefördert? Das ginge dann an Herrn Kuno, und der würde ich gleich die Frage mit auf den Weg nehmen. Gut die Hälfte der Projekte, sagten Sie nach der Befragung, nach der letzten Evaluation, werden fortgesetzt. Haben die dann tatsächlich sozusagen die Flughöhe erreicht, dass sie sich selber finanzieren können? Oder bekommen die dann noch Zuwendungen von anderen Förderern, nur eben nicht mehr von der MABB? Das wäre die erste Geschichte. Und der Kollege Thomas Wolf, Gründer der Newsplattform diesachsen.de, die auch Bürgerjournalismus betreibt und jetzt auch sozusagen sich ausgeweitet hat. Es gibt die bayern.de, die brandenburger.de, die niedersachsen.de und die thüringer.de, fragt, was wir denn davon halten, von solchen Plattformen, die eben auch bei Bürgerjournalistinnen oder Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten einsetzen. Vielleicht erstmal Herr Kuno, und dann können alle anderen ihre Meinung zum Thema Bürgerjournalismus damit einfließen lassen. Ja, ich würde mal anfangen, und zwar von hinten die Frage, warum fördert die MABB keine Printprodukte? Das hat ganz wesentlich rechtliche Gründe. Also wir sind eben die Landesmedienanstalt, wir operieren mit Landesmitteln, die uns für die Förderung zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es sozusagen die schöne Aufteilung im Medienbereich, dass für die Verlage im Printbereich und so weiter sich der Bund im Wesentlichen dann verantwortlich zeigt, beziehungsweise das nicht in Länderzuständigkeit ist. Das ist ein Grund, weshalb der Gesetzgeber hier gesagt hat, als er die Aufgabe formuliert hat, also ihr könnt alles fördern, mit Ausnahme eben der gedruckten Zeitung. Jetzt muss man sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass aus dem einen oder anderen Projekt, was ein Verlag realisiert, im Online-Bereich letztendlich auch ein Zeitungsartikel für das Print entsteht und damit sozusagen mittelbar auch gefördert wurde. Wir müssen nur darauf achten, dass sozusagen immer zunächst mal das Projekt sich im Online-Bereich befindet, das Angebot ein Online-Angebot ist, zum Beispiel ein Podcast oder
eine bestimmte Rubrik, neue Rubrik auf der Website oder ähnliches, oder eine bestimmte Recherche. Auch das haben wir natürlich, aber die Zweitverwertung im Print ist dadurch nicht ausgeschlossen. Das Thema, wie finanzieren sich die Projekte, die fortgesetzt wurden? Teilweise sind die unseres Wissens nach sozusagen in den Regelbetrieb übergegangen, also beispielsweise mal gesprochen auf so einen Lokal-TV-Sender. Der hat eine Sendung ausprobiert, mit Hilfe der Förderung, und die hat sich als erfolgreich erwiesen, und dann wurde die fortgesetzt, weil sie vielleicht dann im Werbebereich oder im Sponsoring oder so Finanzierung bekommen hat. Man muss aber fairerweise auch sagen, wir zählen auch solche Projekte beziehungsweise ihre Fortsetzung darüber, die vielleicht etwas reduziert fortgesetzt wurden. Also vielleicht war es im Förderbereich ein wöchentliches Format, was dann aber nach der Förderung vielleicht nur noch alle 2 Wochen produziert werden konnte oder ähnliches. Aber auch da sehen wir einen positiven Effekt der Förderung, auch wenn die Fortsetzung in reduzierter Form vonstatten ging. Ob da weitere Förderung von Dritten drin ist in der Folge, das können wir natürlich nicht beurteilen. Das sagen die uns auch nicht zwingend. Genau, und dann war noch die Frage nach dem Bürgerjournalismus. Das war uns ein Anliegen, dass wir zumindest das Förderprogramm für solche Anbieter auch öffnen. Also, wie das dann so schön heißt im Zuwendungsrecht, dass die antragsberechtigt sind. Und es wird auch durchaus in Anspruch genommen. Also ich hatte es ja dargestellt, immerhin 200.000 sind bislang auch an Bürgermedien geflossen. Das sind in unserem Fall ganz wesentlich nicht kommerzielle lokale Hörfunkanbieter in Brandenburg, aber eben teilweise auch in Berlin, die damit dann sozusagen die Produktionskosten bestimmter Formate oder ähnliches gedeckt haben und sich hier und da dann vielleicht auch zumindest eine Aufwandsentschädigung den Beteiligten auszahlen konnten. Vielleicht kann ich da direkt anschließen zum Thema Bürgerjournalismus Sehr gerne. nochmal. Genau, also meine Gedanken wären dazu, ich finde das grundsätzlich total richtig, dass wir quasi Journalismus quasi breiter öffnen für Menschen, die irgendwie Lust haben, journalistisch zu arbeiten und nicht den klassischen Ausbildungsweg über Journalismusstudium und Volo und was das hier alles durchlaufen müssen. Also das finde ich auf jeden Fall richtig, den Zugang auch die Barrieren niedriger zu machen. Und wir haben nun mal einfach das praktische Problem, dass wir zu wenig Journalismus, besonders im Lokalen, haben. Ich finde es nur wichtig, dass wir trotzdem quasi dabei in der Definition irgendwie miteinander klar bleiben, was Journalismus ist und was nicht. Ich beziehe mich jetzt nicht auf Sachsen.de oder so, bitte jetzt nicht falsch verstehen, weil ich mir das gerade auch nicht in Ruhe angeguckt habe, sondern nur grundsätzlich. Wenn jetzt zum Beispiel auf einer Plattform Pressemitteilungen einfach eins zu eins veröffentlicht werden würden und das wird dann quasi als journalistischer Artikel dargestellt, dann habe ich Probleme damit. Ich hätte noch größere Probleme damit, wenn das dann quasi noch versteckter passiert, dass gar nicht Pressemitteilung drüber steht, sondern dass quasi wie jemand quasi über ein Unternehmen meinetwegen schreibt als Bürger und selber im Unternehmen quasi irgendwie selber tätig ist und da Interessenskonflikte bestehen, dann gibt es keinen Disclaimer dazu, wo das ausgewiesen wird. Also ich finde, auf diese Spielregeln müssen wir uns einlassen, dann finde ich Bürgerjournalismus total lohnenswert und einen guten Weg, um auch quasi darüber zu veröffentlichen. Vielen Dank, Anna. Wie haltet ihr es bei Kontext mit Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten? Ja, ich möchte mich so ein bisschen dem Jonathan anschließen. Also ich weiß, das ist so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht hier den da Wasser in den Wein gießen, aber ja, ich denke, Journalismus ist ein Beruf, den man lernen muss. Da gibt es Handwerkszeug. Ich habe ihn auch gelernt, mehrere Jahre. Wenn sich einer als Autodidakt oder Autodidaktin da selber reinarbeitet, okay, prima, solange gewisse Standards einfach gewahrt werden. Ja, Journalist zu sein, Journalist ist kein geschützter Beruf. Da kann man, finde ich, auch drüber streiten. Also ich bin nicht so der Fan, muss ich sagen, von Bürgerjournalismus. Auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich, Jonathan hat es gesagt, auch so ein bisschen dem Fehlen von Lokaljournalisten und Redakteurinnen und Redakteuren geschuldet, dass es diese Form gibt. Ich habe mich damit nicht eingehend befasst. Ich bin da eher so die Verfechterin möglicherweise von, ja, das ist ein Beruf, den man lernt.
So. Wenn ich vielleicht kurz aus meiner Rolle als Moderator rausfallen darf, Anne Ulrich hat es ja auch erwähnt, ich bin auch gewerkschaftlich aktiv beim Deutschen Journalistenverband und habe außerdem meine eigenen Erfahrungen, weil ich als Medienjournalist mich auch immer mal wieder darüber beschäftigt habe. Was kann denn den klassischen Lokaljournalismus, wenn er von den Zeitungen immer weiter zurückgefahren wird, kompensieren, auch immer wieder damit beschäftigt? Ich glaube, es gibt da zwei wesentliche Angelegenheiten. Zum einen sollten wir Journalismus sozusagen nicht in die komplette Ehrenamtlichkeit entlassen, gerade auf lokaler Ebene. Das ist jetzt, spricht jetzt, wie gesagt, überhaupt nicht gegen Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten. Die sind mir hoch willkommen, vor allen Dingen, wenn es gelänge, beispielsweise durch Förderprogramme wie die der MABB, dann da eben auch ein, ich sage jetzt mal, wirtschaftliches Element hinterzubringen. Denn ansonsten zeigt sich auch bei, ich glaube, den bestmeinendsten Ansätzen, ich kenne das zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, wo sich eben auch aufgrund einer recht einheitlichen Berichterstattung dann ja verschiedene Blogs gegründet haben. Ich nenne die Ruhrbarone beispielsweise oder auch den Blog Wir in NRW, der war mal ganz stark zu einer entsprechenden Landtagswahl. Als dann diese Wahlen zu Ende waren, wurde es dann aber dort auch eben relativ still. Will sagen, eine vor allem ehrenamtliche Tätigkeit wird sicherlich nicht diese grundsätzliche Abdeckung und diese grundsätzliche Berichterstattung gewährleisten können, die wir aber eigentlich, wenn man sich jetzt mal so die Theorie auch unseres Gemeinwesens, das ja so von unten auf lokaler Ebene dann weiter nach oben bis zum Bund organisiert und wir ja sagen, gerade im Lokalen ist eigentlich sozusagen die Wiege des Ganzen und gerade dort müssen die Menschen entsprechend Informationen bekommen, die sie zu einer demokratischen Meinungs- und Willensbildung befähigen, dann denke ich, wäre das schon sinnvoll und das hat ja über viele Jahrzehnte auch funktioniert, über die damals noch überwiegend gedruckten Zeitungen, die ganze Geschichte dann langfristig und durchaus für die Verlage ja über viele Jahrzehnte auch höchst rentabel sicherzustellen. Dass das jetzt leider nicht mehr der Fall ist, da müssen wir natürlich auch, glaube ich, oder zumindest vor den Türen der Verlage ein wenig sozusagen auch den Besen in die Hand nehmen, denn da sind natürlich im Umstieg in der digitalen Transformation auch diverse Fehler gemacht worden. Deswegen fand ich ganz schön, Herr Kuno, dass Sie nochmal auf das Beispiel der Märkischen Allgemeinen in der Prignitz hingewiesen haben. Vielleicht dazu, und dann bin ich gleich auch wieder nur der Moderator, noch zwei Informationen oder Einschätzungen. Ich glaube, es macht eben auch einen ganz großen Unterschied, ob man wie Funke das in Thüringen gemacht hat. Funke Medien waren ja die ersten, die im Kreis Zeitz in Thüringen die gedruckte Ausgabe für einen bestimmten Bereich eingestellt haben. Dort hat man auch den davon betroffenen Abonnentinnen und Abonnenten und Leserinnen und Lesern sozusagen Unterstützung angedeihen lassen, aber eben rein auf technischer Ebene. Das heißt, da wurden Schulungen angeboten, wie lade ich ein E-Paper auf mein Tablet und so weiter und so weiter. Während Matzak in der Prignitz, Matzak ist der Verlag hinter der Märkischen Allgemeinen Zeitung, gehört ähnlich wie Funke zu den ganz großen Regionalzeitungsgruppen in Deutschland. Die haben diese Umstellung und diese digitale Transition genutzt, um mit den Menschen in der Region überhaupt sich erstmals wieder auszutauschen, darüber, was sie eigentlich von einem Lokaljournalismus jetzt im 21. Jahrhundert erwarten und sind da offensichtlich auch zu ganz interessanten Erkenntnissen gekommen, dass beispielsweise der klassische Terminjournalismus alter Schule gar nicht mehr so nachgefragt wird oder vielleicht nie so nachgefragt war. Hat nur keiner die Leser gefragt, ob sie es wirklich wollten. Und eben eher, und das sehen wir ja auch durchaus in Metropolen wie Berlin, lokale Newsletter, die eben aber wirklich dann auch die Lebenswirklichkeit der Menschen direkt vor Ort treffen, dagegen viel, viel besser funktionieren. Das hat Kuno auch gesagt. Herr Kuno auch gesagt, die ganze Sache hat sich Matzak also eine ganze Menge kosten lassen. Auch da haben wir dann natürlich wieder das Dilemma, dass gerade kleinere Verlage, die vielleicht jetzt ohnehin schon in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, sich solche Projekte zu einer Umstellung gar nicht leisten können. Dennoch aber meine Frage daraus jetzt abgeleitet wieder ans Panel, wie sehen Sie das, wie seht ihr das? Ist das vielleicht nicht auch eine, ja, wie soll man sagen, aktuelle Gretchenfrage des Lokaljournalismus, dass man eigentlich sich auch erstmal mit den Nutzerinnen und Nutzern
darüber ins Benehmen lassen müsste oder ins Benehmen setzen sollte, was sie denn eigentlich genau erwarten, wenn sie Lokaljournalismus, wenn sie lokale Informationen sagen. Ich starte einfach mal. Sehr gerne. Genau, also ich würde auch sagen, dass es gibt so ein paar Werte, da hat der Lokaljournalismus eigentlich einen totalen Startvorteil gegenüber anderen Medien. Die kann man quasi auch anders bewerten, aber ich bewerte es jetzt erstmal positiv. Und das eine ist zum Beispiel die Nähe, die man zu den Menschen hat. Da kann man jetzt diskutieren, Nähe, man braucht auch kritische Distanz und so weiter. Ich meine mit Nähe jetzt aber erstmal, niemand ist tendenziell näher dran an den Menschen und muss eigentlich nur vor die Haustür, also man muss eigentlich nur vor die Haustür gehen und kann sehr schnell in seiner Region, wenn man wirklich im Lokalen unterwegs ist, herausfinden, was die Menschen bewegt. Und das musste mehr getan werden. Also ich erlebe bei den tendenziell bei den klassischen größeren lokalen Medienhäusern, die immer mehr zentralisieren und weniger an den eigenen Orten vor Ort sind, dass das zu wenig geschieht. Und bei allen, die neu auf den Markt kommen oder wo vielleicht Chefredaktionen im Amt sind, die etwas neue Wege gehen, dann ist da das quasi das Thema gerade, dass man wieder mehr im Analogen denkt, dass man auf Marktplätzen sich irgendwelche Aktionen überlegt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich total unterstützenswert. Also ich glaube, das ist eine Riesen, das ist ein ganz wichtiges Bewusstsein, dass man quasi wieder fest verankern muss, dass man da quasi seine Superkraft hat im Lokaljournalismus, wenn man sich quasi entscheidet, Zeit zu investieren und Nähe aufzubauen. Und das sollten viel mehr Häuser tun. Und ich nenne mal ein Beispiel unser Geschäftsführer und Gründer David Schraven, der hat nicht nur quasi Korrektiv in seinem alltäglichen Geschäft, sondern hat nebenbei auch noch ein Lokalmedium gegründet in Bottrop, dort quasi in seiner Heimatstadt. Und macht das tatsächlich ganz praktisch so, dass er jeden Samstag einen Kaffeestand betreibt in Bottrop. Wer da ist, kann gerne mal vorbeischauen. Und der Kaffeestand ist gleichzeitig das Lokalmedium. Und Lokalmedium heißt in dem Fall, jedes Wochenende geht auch noch ein lokaler Newsletter raus über Bottrop. Und er beschreibt das immer so. Er steht da, hat mehrere Stunden Zeit für die Menschen und die Themen kommen fast alleine zu ihm, wenn man die Leute ernst nimmt. Und manchmal kommen auch noch Dokumente zu ihm und die kann er dann wiederum verarbeiten im lokalen Newsletter. Und ich glaube, das wird weiterhin viel, viel zu wenig gemacht. Aber genau, sagt ihr doch gerne, ob ihr das auch als Chance seht. Das muss ja nicht so als alleiniges Statement hier rausposaunen. Ja, wer möchte als Nächster, da bekommt natürlich vielen Dank, Jonathan Sachse, da bekommt der alte Witz vom Lokalredakteur gleich nochmal eine ganz neue Dimension. Anna, gerne. Ja, also das ist toll. Also mit Stand irgendwie auf dem Marktplatz stehen, habe ich gerade überlegt, ob man das nicht auch mal machen sollte, mal ausprobieren. Wir haben so Leserstammtische, zu denen, oder Stammtische, wir haben Leser und Leserinnen-Treffen, zu denen wir Leute einladen, die uns dann auch ja, erzählen, was sie gerne mehr bei uns lesen würden. Ich wollte eigentlich, was ich eigentlich vorher schon sagen wollte, es ist mir völlig schleierhaft, wie große Verlagshäuser ausgerechnet das Lokale wegsparen können. Es ist mir wirklich ein Buch mit sieben Siegeln, keine Ahnung. Es gibt so viele nationale, internationale Berichterstattung. Das Lokale ist doch das Herz, wo, also das, wo man einfach, da lebt man. Das ist das Herzstück eigentlich einer Zeitung, müsste es eigentlich sein, weil alles andere kriegt man ja zugeliefert oder kann man sich zuliefern lassen. Und da stecken so viele Geschichten drin. Gerade im Lokalen, gerade auf dem Marktplatz. Ich kann mir das wirklich bildlich vorstellen, bildhaft. Und da passiert ja auch wirklich Demokratie. Da passiert, oder da ist die, ja, da sind die Bürger, sozusagen Bürgerinnen direkt betroffen im Lokalen. Und deswegen ist es mir wirklich, also verstehe ich überhaupt nicht. Und da kann man ja auch die eigene Kompetenz ausbauen. Also wenn du jemand hast, der sich in einem Ort gut auskennt oder auch in einer kleineren Region, was ist denn, das ist doch super klasse. Gibt eigentlich nichts Besseres. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das so einstampft, ja, derartig, wie es jetzt gerade gemacht wird. Das ist mein Statement dazu. Engagiert und gut angekommen. Was der Gulo? Ja, ich kann vielleicht nur ergänzen, wenn ich mir so anschaue, welche Projekte bei uns so eingereicht werden und welche Art die sind, da spielen die Gedanken, die Sie, Frau Unger, und du, Jonathan, gerade formuliert hast, schon eine sehr große Rolle.
Wenn ich mir angucke, wie Wahlberichterstattung dann in solchen Projekten mal anders gedacht werden soll, dann sind das sehr viel dialogische Formate auf den Marktplätzen oder auch anderswo, also mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog treten. Gleichzeitig wird uns immer gesagt, vielleicht unter dem Kostendruck auch, das sind Dinge, die man sich so nicht unbedingt leisten kann, weil die sind unter Umständen personalintensiv und irgendwie will man halt auch vielleicht nicht Gefahr laufen, den Terminjournalismus zu vernachlässigen und doch noch ein paar Leser dann zu verlieren, wenn man jetzt Neues ausprobiert. Also uns wird dann oft gespiegelt, dass mit so einem Förderprogramm eben diese Dinge ausprobiert werden können, ohne gleich das Risiko eingehen zu müssen, sozusagen sein vermeintliches oder tatsächliches althergebrachtes Brot- und Buttergeschäft vernachlässigen zu müssen. Nehmen wir das Beispiel, die Matz war ja schon ein paar Mal Thema und auch die Prignitz und ausgerechnet in der Prignitz. Und das fand ich persönlich ganz spannend. Die haben ein Projekt, das nannte sich Dorf Community, fördern lassen. Die haben nämlich eine digitale Plattform verwendet, um sozusagen Themen aus den insgesamt 100 Dörfern, die dort abgedeckt werden müssen, mittlerweile, glaube ich, von zwei Journalistinnen, in der Fläche, um die Themen zu ihnen zu bringen. Also, die haben eine Community aufgebaut von Bürgerinnen und Bürgern, die haben da Fragen reingestellt und die Bürgerinnen und Bürger sagten, was gerade in dem Dorf los ist, welches Thema sie gerade umtreibt oder auch eine Frage reingestellt. Das war zu Corona-Zeiten, die Spritpreise gehen nach oben, wie geht ihr damit um? Und daraus entstanden dann Artikel, so ein bisschen im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, die dann in der Community sich dort engagierten. Und die haben sie dann halt auch ein, zweimal zum gemeinsamen Grillen dann in die Lokalredaktion eingeladen. Also das waren so ein bisschen die Ansätze, mit denen dort experimentiert wurde, eben auch durch eine digitale Plattform dann gestützt. Aber das wurde auch gesagt, das ist gerade auch dann in so einer Rekrutierungsphase überhaupt die Leute erstmal zu gewinnen, sehr intensiv und sehr personalaufwendig dann gerade in der Initiierung. Ich würde jetzt gleich mal wieder Sachen aus dem Chat rausholen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung von mir, auch wieder aus meiner Sicht als Medienjournalist. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass mittlerweile natürlich alle Verlage ihre Lokalteile entweder ganz offen, auch in eigener gesellschaftsrechtlicher Form oder eben zumindest als irgendeine Art von Profit Center sehen. Es gibt ja eine mittlerweile auch schon etwas in die Jahre gekommene Umfrage, die ist jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt, der verlegernahen Beraterfirma Schickler, die mittlerweile auch schon wieder anders heißt, ich habe es vergessen. Die haben aber vorausgesagt, dass also bis zum kommenden Jahr 2025 es drohe, dass 40% der damals zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie vor einigen Jahren noch erscheinenden Lokalteile nicht mehr rentabel betrieben werden könnten und daher eben vor dem Ausstünden, und wir sehen es ja de facto in vielen Regionen, dass da zwar noch Lokalteil draufsteht, aber doch die Fläche, also die räumliche Ausdehnung dieses in Anführungsstrichen lokalen Teils de facto Dimensionen annimmt, die eben mit einer wirklichen Nähe zu den Leserinnen und Lesern gar nicht mehr zu bewältigen ist, sodass wir auch dort ganz oft eben, selbst wenn es da noch Redaktionsbüros haben, den Umstand haben, das habe ich jetzt von verschiedener Seite gehört, dass die Kollegen sagen, ja, ich sitze da zwar, aber ich komme auch kaum noch raus. Ich bin darauf angewiesen, dass bei mir eben auch Pressemeldungen oder Ähnliches eingeht und das kann ich dann noch verarbeiten. Aber es gehört dann schon zu den hohen Fest- und Feiertagen, wenn man wirklich nochmal selber für eine vor allen Dingen längere Recherche wirklich die berühmte Redaktionsstube verlassen kann. Lutz Kinkel hat eine Frage, die er als Bestallter Medienwissenschaftler ja auch gerne mal selber beforschen kann. Er fragt nämlich, ob es eine Erkenntnis gäbe, was denn in der Region oder gerade im Lokalen am besten funktioniert. Ist es ein Newsletter? Ist es Lokal-TV? Ist es Radio? Können Sie da vielleicht, Herr Kuno, irgendwas zu sagen? Gibt es da Erkenntnisse? Denn Brandenburg hat er ja wahrscheinlich mit die meiste Erfahrung. Würde mal ganz dem Juristendeutsch sagen, es kommt drauf an. Also es gibt sicherlich auch in Brandenburg Regionen oder Lokalitäten, wo Lokal-TV noch
gut funktioniert. Das hat, glaube ich, ganz viel auch mit der Innovationskraft der jeweiligen Anbieter zu tun. Da ist sicherlich ganz wichtig, sich auch neuen Medien zu öffnen, die gerade die jüngeren Zielgruppen dort abzuholen, wo sie nun mal sind. Und das ist, glaube ich, immer weniger im linearen Fernsehen, geschweige denn im Lokal-TV. Das kann dort funktionieren. Gleichzeitig als MABB müssen wir feststellen, also es ist definitiv so, dass mehr Lokal-TV-Sender schließen in Brandenburg, als dass neue gegründet wurden. Ich wüsste jetzt nicht von einer Neugründung in den letzten Jahren. Also das ist sicherlich, ist da der Druck hoch und vielleicht auch ohne Förderung wäre es noch die eine oder andere Schließung mehr, die dann da wäre. Jetzt muss man aber auch sagen, so ein Lokal-TV-Programm, das ist natürlich auch relativ, gerade wenn man ans Lineare denkt, also an das ganz klassische Fernsehen, sind das immer noch vergleichsweise hohe Produktionskosten. Wenn ich es nur vergleiche zum Bereich Hörfunk oder Podcast oder ähnliches, da habe ich einfach in der Regel jedenfalls sehr viel weniger Aufwand zunächst mal oder umgekehrt. Ich kann vielleicht sehr viel mehr in die Journalistinnen und Journalisten und in die Recherche und in das vom Schreibtisch wegkommen oder aus dem Studio mal rauskommen investieren, als ich das vielleicht bei relativ produktionsintensiven Fernsehveranstaltern sehe. Aber ansonsten, also wir könnten oder ich könnte jetzt nicht sagen, was das Erfolgsmodell ist. Die Newsletter wurden schon angesprochen. Mich persönlich hat es durchaus überrascht. Wir hören immer mal wieder, dass das sehr erfolgreich war. Wir bekommen auch zunehmend Anträge, wo Antragstellende ganz klassische E-Mail-Newsletter an den Start bringen wollen oder das andernorts auch schon relativ erfolgreich getan haben. Das hätte ich persönlich nie gedacht, dass das im Jahr 2024 noch ein Erfolgsmodell sein kann, so ein E-Mail-Newsletter. Aber gut, wichtig ist halt, dass es funktioniert, dass es nachgefragt wird. Und Herr Grimbeck, Sie spielten ja auch, glaube ich, oder spielten darauf an, auf die Newsletter, die der Tagesspiegel hier in Berlin so an den Start gebracht hat. Und die scheinen ja durchaus auch nachgefragt zu sein, ob das jetzt im Lokalen ist oder auch der Checkpoint oder ähnliches. Aber das hat sicherlich auch ganz viel, glaube ich, damit zu tun, wie die gemacht sind und wie sie die Menschen ansprechen und mit was für Themen. Und da ist ja auch eine Menge fast schon Satire teilweise dabei. Also es ist auch, glaube ich, durchaus ein innovativer Ansatz, der damit verbunden ist und nicht einfach das, was ich sonst in die Zeitung gedruckt habe, verschicke ich jetzt mal per E-Mail. Über den Herrn Sachse, gibt es bei euch von dem Korrektivnetzwerk irgendwelche Erkenntnisse, dass man sagen kann, die meisten gehen dann doch noch in die klassische Zeitung oder in Blogs oder wo, ja, wo findet Korrektiv lokal am meisten statt? Also ich finde die Newsletter gar nicht so überraschend, weil ich finde so die Grunddenke sollte immer sein, dass man überlegt, wie kommen wir quasi dahin, wo die Menschen unterwegs sind und erwarten nicht, dass sie zu uns kommen. Ich würde mal versuchen, grundsätzlich mal möglichst formatoffen zu denken, aber man braucht natürlich irgendwie ein Gerüst, in dem man sich bewegen kann. Und ich finde, ein Newsletter ist erstmal ein sehr einfaches Gerüst, in dem man sich schnell ausprobieren kann. Und man hat den Vorteil, dass man einfach direkt in den Postfächern der Menschen landet, ohne abhängig zu sein von diesen ganzen Strukturen drumherum. Also soziale Netzwerke, egal was man jetzt nimmt, X und Instagram und alle anderen, die haben immer den Nachteil, dass du von Algorithmen quasi abhängig bist, die sich immer wieder verändern. Und das hat man nicht in der Hand. Und E-Mail-Kontakte, Adressen bleibt erstmal grundsätzlich gleich. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum dieser Trend jetzt wieder quasi mehr an die Oberfläche kommt, als er zwischendurch das vielleicht mal war. Bei uns ist auch das erfolgreichste Veröffentlichungsprodukt oder Format unser Spotlight-Newsletter, der jetzt über 100.000 Abonnenten hat, auch wenn es jetzt kein lokaler Newsletter ist. Und ich erlebe das bei quasi einen weiteren Vorteil bei Lokalmedien ist, dass sie über den Newsletter, gerade wenn sie sich neu gründen, einen Startpunkt haben, um eine Community erstmal aufzubauen, die sie regelmäßig erreichen können, die sie dann ganz leicht auch einladen können zu diese Woche auf dem Marktplatz oder dieser Woche, du meinst ja vorhin quasi den Stammtisch oder diese Woche sind wir im Theater und machen zusammen dann eine ganz besondere Veranstaltung. Dieser Weg ist dann quasi nicht mehr so lang vom Digitalen ins Analoge, das ist über Zeitung und alle anderen Wege quasi anders. Deswegen wäre meine Antwort, quasi so ein Gerüst zu überlegen. Ich glaube, beim Newsletter nimmt man relativ schnell, kostet auch erstmal eigentlich quasi nichts.
Und dann zu überlegen, wie man flexibel bleibt und sich quasi mit der Zeit weiter bewegt. Ich würde mich möglichst nicht auf nichts Lineares mehr festlegen. Dafür verändert sich zu viel in der ganzen Welt. Vielen Dank, Anna. Wie haltet ihr es in Stuttgart? Gibt es da auch noch ein Newsletter von Kontext? Da muss ich gestehen, das wäre mir dann verborgen geblieben, wenn es sowas gäbe. Nein, da hat nichts verpasst. Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte es eingangs gesagt, wir sind ein relativ kleines Team. Was heißt relativ? Ein sehr kleines Team. Wir machen tatsächlich klassische Zeitungen online sozusagen. Das war auch mal so der Slogan von Kontext. Altmodisch in die Zukunft. Wir haben relativ lange Stücke bei uns und die werden in der Tat aber auch gelesen. Also es ist tatsächlich so, man sagt ja, die schnelle Häppchennachricht geht besser rein, ist tatsächlich, mag sein, vielleicht geht es besser rein, aber diese auch lange Hintergrundstücke werden tatsächlich gut gelesen, ja. Deswegen sind wir einfach auch aufgrund unserer Größe erstmal, also wir machen eine normale Zeitung, genau. Ich hätte aber noch eine andere, ich hätte eine kurze Frage an Herrn Kuhnow. Sie hatten, vielleicht hatte ich es aber auch falsch verstanden. Sie hatten doch vorher in dieser in diesem Tortendiagramm, war da nicht Lokalfernsehen eins der meist unterstützten Medien? Weil Sie sagten, das funktioniert eigentlich gar nicht. Also ganz kurz nur, wir haben hier natürlich auch Medium-Förderung für Lokalfernsehen und tatsächlich für Hörfunk. Was mich da sehr gewundert hat, ein Löwenanteil kriegt da Regio TV bei uns, der gehört also gehört zur Schwäbischen Zeitung. Das ist ein absoluter Platzhirsch in Oberschwaben. Und das ist natürlich maximal, Entschuldigung, wenn ich so sage, ich sage es nur über das, was es hier gibt an Lokalfernsehen, maximal oberbräsiges. Weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Also Zeug. So. Und mein Mann hat früher für diesen Sender gearbeitet. Deswegen, also ich schätze ihn eigentlich sehr, Regio TV oder Baden TV, aber man könnte es doch auch anders machen. Also man könnte doch das, was wir jetzt alles gehört haben, auf regional oder auf Lokalsender einfach übertragen. Kein Terminjournalismus, irgendwie, weiß ich nicht, bisschen. Wie soll man sagen, entstauben möglicherweise. Um nochmal auf meine Anfangsfrage zurückzukommen, warum wird gerade das dann so massiv gefördert, wenn es nicht tut? Also, wir wählen das jetzt nicht nach Gattung aus. Also, wenn Sie die Lokal-TV-Sender fragen, dann gucken die natürlich mit, also wenn Sie die in Brandenburg fragen, dann gucken sie natürlich sehr neidvoll nach Baden-Württemberg und die dortigen Fördertöpfe, die ausschließlich für Lokal-TV reserviert sind. Das war uns, wie gesagt, von Anfang an ein Anliegen, sozusagen nicht. Ja, wie soll man sagen, eine Gattung hier zu stützen, weil das ja auch immer ein Eingriff in den publizistischen Wettbewerb dann vor Ort ist, wenn denn der eine oder die andere Gattung, der eine oder andere Anbieter da so privilegierten Zugang zur Förderung hat. Tatsächlich ist es so, dass wir nach Antragslage und nach Güte der Anträge entscheiden. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Lokal-TV-Sender in Brandenburg, glaube ich, immer besser verstanden haben, mit diesem Instrument, was wir da an den Start gebracht haben, umzugehen. Und sich gerade diese Dinge fördern zu lassen, wo sie selbst wahrnehmen, dass sie dort Entwicklungsnotwendigkeiten haben. Also ich hatte ja eingangs gesagt, Lausitz TV beispielsweise, ein Anbieter in Cottbus, die haben mit Hilfe der Förderung recht für deren Verhältnisse umfangreich ihre Social-Media-Aktivitäten überhaupt erstmal ausgebaut und konnten Erfahrungen sammeln. Und das ist dann doch personalintensiv. Wie funktioniert denn Video auf TikTok und wie funktioniert ein lokales Angebot für eine jüngere Zielgruppe sehr videolastig auf TikTok? Und das sind, sagen wir mal, mehr die Förderprojekte als jetzt die klassische Lokal-TV-Nachrichtenstrecke oder das klassische Magazin. Was man allerdings sagen muss, die nutzen die Förderung auch dafür, sozusagen gemeinsame Formate zu entwickeln, die sie dann wiederum in sozusagen brandenburgweite Magazinsendungen auch überführen. Auch das ist etwas, was der Gesetzgeber durchaus im Blick hatte, wenn er von Anbietergemeinschaften sprach, also so einfach Synergieeffekte zu nutzen,
zwischen Anbietern, die zwar in verschiedenen Regionen tätig sind, aber sozusagen durch den Programmtausch oder den Materialtausch dann eben zusätzliche Angebote zu schaffen. Vielen Dank. Wir haben im Chat noch eine Anmerkung und Frage von Maria Krause. Sie schreibt, es gibt einen guten Grund, warum auch der RBB, also der Rundfunk Berlin-Brandenburg, vermehrt auf Dialoge mit Bürgerinnen und Bürgern setzt. Lokaler Bezug, Interaktion und menschliche Nähe sorgen eigentlich auch für Reichweite. Kann der Ausbau der Digitalisierung hier eine Lösung sein und vermehrt crossmediale Inhalte verbreiten als Ziel, um die Menschen besser zu erreichen? Ich sehe zustimmendes Nicken. Möchte da jemand noch ein bisschen konkreter drauf eingehen? Ja, ich kann jetzt tendenziell das eher wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe. Also auf jeden Fall, also vielleicht nochmal mit einem anderen Beispiel, dann wiederhole ich mich einfach nicht nochmal so. Genau, also für mich ist das ein ganz großer Schritt, ganz viel auf Dialog zu setzen und dafür Zeit zu investieren. Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus der Politik und das bitte nicht als Wahlempfehlung betrachten. Das ist einfach eine Politikerin, die ich kennengelernt habe, auch bei uns bei der Lokalkonferenz. Die heißt Maja Wallstein, ist in der Lausitz unterwegs und für die SPD, wie gesagt, keine Wahlwerbung, aber was sie interessanterweise macht, ist, dass sie seit mehreren Jahren, unabhängig von den Wahljahren, sich quasi Zeit investiert, dass sie mehrere Wochen am Stück mit einem Bollerwagen durch ihre Wahlregion läuft, von Haustür zu Haustür. Die läuft pro Tag ungefähr einen Halbmarathon, re relativ sportliche Leistung, und versucht dort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, indem sie sich wirklich Zeit nimmt für die Menschen, auch unabhängig von den Wahljahren. Und ich bin noch nie bei diesen Gesprächen live dabei gewesen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob ihr das immer gut gelingt. Aber ich finde erstmal die Methodik dahinter sehr gut und auch auf den Journalismus übertragbar. Ich komme nochmal quasi zurück zu meinem Statement, ruhig mal mutig sein und Zeit investieren für analoge Begegnungsformate. Und was sie uns auf der Konferenz erzählt hat, da hatten wir so eine Podiumsdiskussion zuletzt in Erfurt, ist, dass sie halt wirklich mit Leuten dann sich 4 Stunden teilweise am Stück unterhält, die die AfD wählen, um zu verstehen, warum ticken die Menschen so, wie sie ticken, und dann wiederum für sich Entscheidungen treffen zu können, was sind die Themen, die ich für mich als Abgeordnete, dieses Abgeordnete im Bundestag dann irgendwie mitnehmen möchte oder für Zukunft die politische Ausrichtung. Jetzt das Politische mal beiseite wischen, das hat jetzt nichts mit Journalismus zu tun. Ich finde nur, dass die Methodik ist es. Das kann wiederum ins Digital übersetzt werden. Wenn man solche Dialogformate dann startet, dann kann man das auch auf TikTok spielen, man kann es auf Instagram spielen, seinen Weg mit dem Bollerwagen durch die Gegend. Man kann irgendwelche Streamings anbieten und dann kommt ganz schön viel zusammen, um quasi diese Verbindung hinzubekommen, analog und digital. Wunderbar, vielen Dank. Peter Schmidt hat im Chat einen Bereich angeschnitten, den ich jetzt, wir sind jetzt schon fast wieder mit unserer Zeit am Ende, auf jeden Fall aber auch noch aufgerufen hätte. Die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag ja auch den hehren Satz stehen, sie würde eine Rechtsgrundlage für Gemeinnützigkeit im Journalismus schaffen. Noch warten wir darauf. Peter Schmidt fragt, wie ist der aktuelle Stand hinsichtlich einer Reform des Gemeinnützigkeitsrechts mit Blick auf Journalismus? Und was können Non-Profit-Journalismus-Initiativen auf lange Sicht leisten? Können sie wirklich unabhängig bleiben und nicht bloß zum Transmissionsriemen beispielsweise großer Medienstiftungen werden? Vielleicht trennen wir das mal in zwei Sachen. Ist jemand berufen in Sachen Jonathan Sachse vielleicht Gemeinnützigkeit? Das ist ja auch ein Anliegen, die Korrektiv seit Ewigkeiten Und mit vom dabei Kontext, ist. ja genau, Anna, Kontext natürlich auch. genau, also ihr wart ja die Ersten, die quasi als gemeinnütziges Medium, was so größer, aber ich weiß gar nicht, ob du auch einen aktuellen Stand hast, sonst kann ich jetzt nur das, was ich gehört habe, weitergeben, oder bist du aktueller dran? Ja, weiß ich nicht, wir probieren es einfach mal. Also Okay. das ist ein dickes Brett, das da gebohrt wird tatsächlich schon seit vielen Jahren. Also es gibt ja das Forum gemeinnütziger Journalismus mit Korrektiv mit drin, mit anderen vielen, auch Kontext gehört dazu, viele andere gemeinnützige Medien, die schon seit längerem jetzt versuchen, da Druck zu machen, dass die Ampel diesen Passus im Koalitionsvertrag erfüllt. Aber es ist nicht absehbar, dass das so schnell passieren wird. Da gibt es viele Vorbehalte und dauert alles sehr lange. Das ist mein Stand. Wie ist deiner? Genau, also es wurde vor ein
paar Tagen oder Wochen vielleicht jetzt schon ein offener Brief vom Forum Gemeinnütziger Journalismus auch dazu veröffentlicht, wo genau das kritisiert wird, auch aktuelle Entwürfe, die irgendwie kursieren, dass es weiter nicht Teil davon ist. Ich würde den gleich hier eine Antwort an Peter Schmidt auch nochmal kurz verlinken, dann kann man sich dann mal einen Überblick verschaffen. Und das Grundproblem ist wirklich weiterhin das Dilemma, dass in der gesetzlichen Regelung der Abgabenordnung Journalismus nicht als Begriff auftaucht. Und wir Medien, die quasi gemeinnützig geworden sind, sind dann abhängig sozusagen von den Entscheidungen der lokalen Finanzämter, wie die Bewertung vorgenommen wird, und werden dann quasi über andere Begrifflichkeiten gemeinnützig, also was zum Beispiel Bildung betrifft oder andere Begriffe, die auch mit Journalismus zu tun haben am Ende. Aber das ist das gemeint, ne? Das ist quasi das Ziel, dass es rechtssicher wird. Und ich sehe quasi wirklich eine Riesenchance darin, wenn das gemeinnützig werden würde, dass einfach viel mehr Menschen, die auch darüber nachdenken, sich vielleicht was zu starten, das muss ja auch nicht nur Lokaljournalismus betreffen, aber auch sich trauen, diesen Weg zu gehen, weil sie einfach wirklich dann rechtssicherer unterwegs sind. Und ich sehe eben keine finanzielle Abhängigkeit, wenn ich das quasi schon mal zu der Zeitfrage sagen kann, sondern ich sehe bei gemeinnützigem Journalismus genau das Gegenteil, wenn man ja an der Mischfinanzierung denken kann. Also, das ist auch das, was wir als Korrektiv versuchen zu leben. Man kann eine Community haben, die einen mit Spenden unterstützt, und das sollte auch quasi das mehrheitliche Ziel sein, finde ich. Mit Spenden pro Monat, die kriegen auch eine Spendenquittung und alles Mögliche, wie das so ist mit Spenden, ohne Gegenleistung. Und man kann zusätzlich noch weitere Wege gehen und Förderanträge schreiben bei Stiftungen und so weiter und bringt sich eben nicht in eine Abhängigkeit, weil man so eine Mischfinanzierung hat. Das ist anders als mit Werbeeinnahmen, wo das tendenziell passieren kann und gerade im Lokaljournalismus ziemlich böse auch werden kann, wenn der eine Akteur, der das meiste Geld an Werbeeinnahmen bringt, dann immer besonders ungern quasi kritisch über den berichtet wird. Genau, meine 5 Cent dazu. Und jetzt folgt noch der Link zu diesem offenen Brief. Vielen Dank. Herr Gulo, Gemeinnützigkeit. Sie hatten ja vorhin auch nochmal diesen interessanten neuen Aspekt der Beauftragung mit ins Spiel gebracht, was ja auch eine denkbare Möglichkeit wäre, wo ich, wenn ich nochmal kurz aus meiner Rolle als Moderator rausfallen darf, auch mir eine ganze Menge Gutes darunter vorstellen kann. Andererseits aber natürlich im Sinne von Peter Schmidt dann natürlich die kritische Frage stellen müsste, okay, aber wer entscheidet, was beauftragt wird? Das ist dann natürlich auch wieder ein politisch inhaltlicher Akt, der erscheint mir also sowas wie eine Gemeinnützigkeit, die sich dann ja auch aber in gewisser Weise am Markt, aber eben not for profit und gemeinnützig beweisen muss, jedenfalls ein weniger, wie soll ich sagen, problematischer und vor allen Dingen auch weniger für Manipulationen, ähnlich wie Jonathan Sachse das gerade schon gesagt hat, anfälliger Weg. Ja, wie gesagt, wir diskutieren da ein bisschen länger schon, hier zumindest mit der Landespolitik drüber. Auch dort erstmal sozusagen ein bisschen ähnlich vielleicht wie beim Thema Gemeinnützigkeit, da sind wir nicht so nah dran. Das Thema überhaupt erst sozusagen den, ja, wie soll man sagen, den gesellschaftlichen Wert von Journalismus klarzumachen. Und zu sagen, ja, also klassisch ist ja beispielsweise so ein Betrauungsakt, da wird ein Verkehrsunternehmen damit betraut, eine bestimmte Bahnlinie zu betreiben, weil die ansonsten am Markt nicht angeboten würde. Und da überhaupt den Weg dahin zu gehen, naja, wenn am Markt sich lokale Nachrichten in der Prignitz womöglich jetzt oder in Zukunft nicht mehr refinanzieren lassen, dann ist vielleicht das auch es wert, sozusagen im öffentlichen Auftrag erstellt zu werden. Das Problem, was wir hier haben, was, glaube ich, sehr maßgeblich Journalismus von der Bahnlinie unterscheidet, der Staat sollte das nicht direkt in Auftrag geben, weil sonst spätestens dann erzeuge ich natürlich entweder explizit oder implizit genau die Abhängigkeiten, die, glaube ich, niemand haben möchte und haben kann. Und deshalb ist eben unsere Idee, das tun wir ja faktisch jetzt schon, zu sagen, okay, die Mittel werden bereitgestellt und die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, eine solche Betrauung zu organisieren. Aber diejenigen, die dann organisieren und durchführen, und zum Beispiel darüber entscheiden, was zu betrauen ist, das sollte tunlichst nicht der Staat sein oder staatliche Akteure. Als Landesmedienanstalten glauben wir ganz selbstbewusst oder zumindest gesprochen auf die MABB, dass wir das könnten. Und mit Sicherheit sind wir staatsfern genug dafür.
Aber natürlich kommen da theoretisch auch andere in Frage. Und nochmal kurz auf das Thema. Ich glaube, jedenfalls so, wie es andernorts definiert wird, dort wird ja nicht betraut, recherchiere mal zu Thema A oder Thema B, sondern es sind relativ formalistische Geschichten, die meistens über was soll dann das Ergebnis oder das Angebot ausgespielt werden? Ist es ein TV-Angebot? Ist es ein Hörfunkangebot? Ist es eine Website oder was auch immer? Auch das könnte man sich relativ offen vorstellen. Stichwort Newsletter, dass eben solche Formate von vornherein überhaupt nicht auszuschließen sind, sondern ganz im Gegenteil. Und dann geht es noch darum, etwas zu quantifizieren. Also beispielsweise in Baden-Württemberg, Frau Hunger sprach es gerade an, Regio-TV. Die werden dann betraut, auch mit, weiß ich nicht, 20 Minuten Nachrichten lokal pro Wochentag oder ähnliches. Also etwas, was man hinterher überprüfen kann, ob das auch so produziert wurde. Aber uns wäre immer ganz wichtig, nicht inhaltlich produziert wurde, nicht inhaltlich vorgegeben, sondern rein quantitativ kamen da hinterher 20 Minuten Nachrichten bei raus. Eine Sache muss man ganz explizit sagen, wenn das im öffentlichen Auftrag geschieht, dann ist mit bestimmten Dingen, die bislang die privaten Medien genießen, beispielsweise die Verlage, da gibt es ja die sogenannte Tendenzfreiheit. Also ein Verlag darf sich als konservativ betrachten und vielleicht explizit oder implizit CDU-Positionen vertreten oder umgekehrt eher der Sozialdemokratie zugeneigt fühlen und eher im Meinungsbereich dann eher sozialdemokratische Meinung wiedergeben. Wenn ein Anbieter jedenfalls in dem Bereich, wo er betraut wird, agiert, dann hat das ausgewogen zu sein. Also dann gelten ähnliche Grundsätze wie die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch das muss aber, wenn man vielleicht an News Deserts denkt und was da so ansonsten alles entstehen könnte, ja nicht zwingend schlimm sein, dass da eine gewisse Ausgewogenheit dann, eine gewisse Verpflichtung mit einhergeht, ausgewogen zu berichten und eben nicht tendenziös. Zumal, wenn man das gleich abnehmen möchte, da es ja auch die Diskussion gibt, ob nicht vielleicht in möglichen News Deserts dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk wiederum genau diesen Auftrag bekommen müsste. Und dann wären wir ja genau auf derselben Schiene. Letzte Frage von Christian Wellbrock aus dem Chat. Wir sind mit unserer Zeit nämlich leider schon fast, oder wir sind eigentlich sogar schon drüber. Er schreibt, wir würde interessieren, was Sie von der Subventionierung von JournalistInnenstellen als Instrument der Journalistenförderung halten. In Luxemburg gibt es das. Beispielsweise, wie Herr Welbrock zu Recht anmerkt, dort werden Verlage unterstützt, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Und die bekommen dann eben entsprechend zusätzliche Stellen aus anderen Töpfen finanziert. Das würde auch dem Kriterium der Staatsferne genügen und gleichzeitig eben journalistische Aktivität fördern, unabhängig von einer Distributionsform. Vielleicht fassen wir das nochmal zusammen. Jonathan Sachse, Anna Hunger, was haltet ihr von solchen sehr direkten Förderungen über eine entsprechende Beauftragung oder eben auch eine direkte Subventionierung von Stellen. Ladies first vielleicht und dann hat Jonathan das Schlusswort. Ja, hoch umstritten. In Schweden macht man das ja, glaube ich, wenn ich es recht weiß, gibt es eine Presseförderung für oder Journalismusförderung in großem Stil, gerade für solche, für kleine Medien, die wenig Geld haben oder nicht Platzhirsche sind. Muss man, wenn man das gut macht, möglicherweise. Es ist aber, ich finde, ja, wahrscheinlich braucht man es irgendwann, möglicherweise klappt es auch. Ich kann es. Kann ich schwer sagen. Schwieriges Feld. Ja, also ich finde es auch kompliziert. Ich würde auch nicht einseitig sagen, nein, es geht gar nicht. Ich finde, man muss sich bewusst machen, wenn quasi dann eine einseitige Finanzierung daraus entsteht, egal wie toll das Konstrukt drumherum ist, dann ist automatisch eine Abhängigkeit da. Das ist genauso wie mit Werbeeinnahmen. Da ist es halt besonders schwierig. Bei Werbeeinnahmen berichtet man vielleicht nicht kritisch über die Wirtschaft, und da dann plötzlich nicht mehr über die Regierung. Das geht halt nicht. Ich würde es trotzdem nicht pauschal ausschließen. Wir als Kollektiv nehmen ja teilweise auch öffentliche Gelder an, aber das sind Strukturforderungen, wo wir uns quasi um Projektmittel rund um eine Konferenz, die wir ausrichten wollen oder andere Sachen bewerben, nicht um quasi Redaktionen aufbauen zu können mit und Personalkraft. Das ist halt was anderes.
Aber bevor stattdessen der Journalismus stirbt, sollte man weiter darüber diskutieren und sich die grauen Spielregeln überlegen. Jetzt noch kleine Informationen. Die Sächsische Landeszentrale für neue Medien, die SLM, macht sowas schon. Es gibt zum Beispiel einen Hörfunkkanal, ich glaube, das ist Weißwasser, in Weißwasser. Die sind eben aus der Kommerzialität in die Not-for-Profit-Schiene gegangen und können so jetzt über die SLM auch Fördermittel nicht nur für technische Verbreitungsunterstützung und Ähnliches erhalten, sondern eben auch tatsächlich direkt fürs Programm. Da ist also in Deutschland auch schon eine ganze Menge unterwegs und ich finde es schön, dass wir immer wieder hier auch solche Diskussionsmöglichkeiten haben, um uns da gegenseitig auf Stand bringen und das zu vernetzen. Dann danke ich ganz herzlich hier für den dritten Teil unserer Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung über den Journalismus und wo die Reise hingeht. Und um das Ganze mal auf einer positiven Note ändern zu lassen, können wir ja vielleicht einfach sagen, Newspaper wird jetzt zunächst mal Newsletter und wir holen alle den Bollerwagen raus und gehen dahin, wo unsere lokalen Informationsquellen und unsere Dialogpartnerinnen und Partner sind, nämlich genau da, wo sie wohnen, auf dem Dorf. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für die Diskussion und nochmal zurück an Anne Ulrich von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Super spannend. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, das geht allen so, die hier mit zugehört haben. Und es gäbe noch eine ganze Reihe weiterer Fragen, finde ich. Also wie so oft, es sind so nach 1,5 Stunden solche Themen nicht erschöpft. Vor allem so eines, was so viel Zukunftsmusik hat und so viele Aufgaben mitbringt, Fragen mitbringt, wie wir da weitermachen wollen, wenn wir Lokaljournalismus wichtig finden. Zu der Gemeinnützigkeitsdiskussion kann ich nur sagen, die ist gerade im Bundestag in der Arbeit, nicht wahr? Das geht dann ja immer irgendwie in die Haushaltsberatung. In der Koalitionsvereinbarung ist das zugesagt, aber schon in der letzten Haushaltsberatung war das ja nicht durchgekommen. Gab es dann so ein bisschen kleine, das ist ein sehr heikles Feld, ganz offensichtlich, steuerrechtlich und verfassungsrechtlich und natürlich liegt in der Prüfung immer die Frage auch, wenn Gemeinnützigkeit definiert wird, wie die denn eigentlich demokratieresilient definiert wird. Das betrifft ja alle Aspekte von Zivilgesellschaftsförderung und Begünstigung. Und in diesen Zeiten eines rechten Aufwuchses ist das wahrscheinlich noch heikler in der Art, wie es angefasst wird. Also gucken wir mal, was da kommt. Ich weiß, dass es diskutiert wird und befasst wird. Also vielen Dank für alle, die nochmal nachhören wollen. Wir stellen diesen Beitrag hier online. Wir schicken dann den Link auch rum, sobald es soweit ist. Und ich darf außer euch vieren herzlich zu danken, darf ich noch einladen zu unserer vierten Runde am 21. Mai. Wieder so ein Afterwork-Format, 17 Uhr, zum Thema KI. Als Retter des Journalismus? Fragezeichen. Dann mit Vera Lenz von Deutschlandfunk. Herzlichen Dank an dieser Stelle und habt noch einen schönen Abend. Tschüss.